Die Oberliga-Riesen gegen den Underdog. Der SV Lichtenberg 47 kämpft gegen den BFC Preußen um den wichtigsten Pott der Hauptstadt. Und damit herzlich willkommen hier im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zum Pokalfinale 2016. Ja, beide Teams hoffen heute, ihre Saison positiv abzuschließen. Beide wollten aufsteigen, haben es nicht geschafft, hoffen aber jetzt mit dem Pokalsieg nächstes Jahr gegen einen der Großen aus der ersten Liga im DFB-Pokal anzutreten. Deshalb wünsche ich Ihnen eine spannende Partie und gebe ab an Ihren Kommentator Tobias Gürtler. Vielen Dank, Sebastian, und auch von mir ein herzliches Willkommen aus dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Zu den Vorzeichen ist eigentlich alles gesagt, also gehen wir direkt in die Aufstellungen. Lichtenberg 47 startet mit einem 4-3-3-System. Im Tor, wie schon im Pokalfinale 2013, Danny Kempter. Auch Sebastian Reiniger, Björn Bandermann und Christian Garve waren damals schon mit am Start. Besonders auf Stürmer Thomas Brechler sollte Preußen aufpassen, er ist der beste Torschütze der Roten. Der BFC Preußen tritt offensiver an als gedacht. Sie spielen mit einem 4-4-2-System mit Doppel-6, wobei Aslan den deutlich offensiveren Part einnehmen soll. Interessant ist die Personalie Jakobait. Der Linksverteidiger stand 2013 Pokalfinale mit Lichtenberg 47. Heute soll er Preußen zum Sieg verhelfen. Der gefährlichste Spieler der Preußen ist René Rommel. Bereits 6-mal war er im Pokal erfolgreich. Neben ihm stürmt Kapitän Rommel Abu Shaka. Und ab ins Spiel. Es sind bereits 6 Minuten gespielt und Kempter mit dem Riesenschnitzer. Robben dadurch früh mit der ersten dicken Chance und er macht ihn. Aber ihr habt den Pfiff gehört. Schiedsrichter Jakob Pawlowski hat hier auf Foulspiel entschieden. Es ist eine knifflige Szene. Robben arbeitet aber schon mit seinem linken Arm. Man kann es so entscheiden. Das bessere Team in den ersten 20 Minuten ist aber ganz klar der BFC. Immer wieder erarbeiten sie sich Chancen und wie hier Eckbälle. Kempter erklärt diese und damit zählen wir schon Nummer 4. Nach dem Schnitzer zu Beginn ist der Torhüter von Lichtenberg etwas sicherer geworden. Joshua Lang wird nun den nächsten Eckball hineinschlagen. Lang auf Robben! René Robben! Ja, wer denn auch sonst? Wettbewerbsübergreifend ist es sein 25. Saisontreffer. Natürlich wird er bei seinem Namen intern gerne Arien genannt. Hier zeigt er aber Qualitäten, die der Bayernstar so nicht hat. Was für ein Kopfball. Vielleicht führt dieser Treffer ja zu einem Treffen der beiden Namensvetter. 1-0 für den BFC nach 20 Minuten. Und auch im Anschluss machen die Weißen gut Druck. Konter über den auffälligen Lang. Findet er Robben? Nee, den sucht er gar nicht. Schlitzohrig schlänzte das Leder an den Pfosten. Viel Glück für 47. Und Glück, davon hat Lichtenberg zu diesem Zeitpunkt eine Menge. Sie sind kaum im Spiel, wirken noch immer geschockt vom Rückstand. Immer wieder gibt es individuelle Fehler, die unser Kameramann gar nicht kommen sehen kann. Abu Shaka ist plötzlich durch. Er gönnt das Ding seinem Sturmpartner. Robben! Oh! Den lässt er liegen. Aber das hätte das 2-0 sein müssen. Völlig blank steht er vor Kempter. Und nur minimal verfehlt der Ball das Ziel. Dann ist Halbzeit. Die Führung geht absolut in Ordnung. Lichtenberg kaum im Spiel. Die Offensivaktionen gehen im Grunde gänzlich vom BFC Preußen aus. Aber defensiv steht der Berlin-Ligist eben auch sehr sicher. Im zweiten Abschnitt startet 47 deutlich zielstrebiger. Trainer Uwe Lehmann, im Finale 2013 stand er selbst noch auf dem Platz, wird sein Team in der Kabine nochmal angestachelt haben. Sie müssen aber auch mehr tun. Und noch hat Lichtenberg Zeit. Und sie kommen. Sie verlieren ihren. Doch der Winkel wohl etwas zu spitz. Das erste Mal, dass Matthäus Mika sich auszeichnet hat. In der Summe ist die zweite Halbzeit aber deutlich ärmer an Torchancen. Das Team von Andreas Mittelstädt ist in der Verteidigung super aufgestellt. Jetzt kommt mit Niklas Neugebauer auch ein weiterer Defensivakteur für den offensiven Akti. Ein klares Zeichen. Neugebauer orientiert sich aber erstmal in den gegnerischen Strafraum. Es gibt wieder mal Ecke für den BFC. Aslan auf den langen Pfosten und da ist Neugebauer! Das wäre jetzt natürlich eine Geschichte gewesen, wie wir Journalisten sie uns malen würden. Aber alles konjunktiv, es bleibt spannend. Es laufen allerdings schon die letzten Minuten. 47 wirft nochmal alles nach vorne. Das ist dann jetzt wohl die letzte Chance für Lichtenberg. Torwart Kempter ist mit vorne. Steht an der Linie.
Der kommt nicht ran, aber der Ball rutscht durch zu Mayungu. Drüber. Und wenig später ist es dann offiziell. Der BFC Preußen holt durch ein Tor von René Robben den Pott. Als Überraschungsteam ins Finale eingezogen, als Außenseiter den Titel geholt. Kapitän Rommel Abouchaker nimmt den neu designten Pokal entgegen und hepp! Es ist der vierte Pokaltriumph für den Verein, der erste nach 1981. Sie gewinnen das Spiel heute, weil sie offensiv in Hälfte 1 für die Highlights sorgen und in Hälfte 2 defensiv einfach fantastisch stehen. 47 hat erst zu spät gemerkt, worum es hier heute ging. Um 140.000 Euro Prämie und um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Und jetzt hoffen alle auf Seiten von Preußen auf einen ganz großen Gegner wie den FC Bayern. Mit den feiernden Preußen beenden auch wir die Übertragung und sagen Tschüss, bis demnächst.